CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende EU-Bericht zu Menschenrechten und Demokratie bestätigt, dass Menschenrechte weltweit in der Defensive sind. In Russland ist die Zivilgesellschaft seit Jahren in existenzieller Bedrängnis und die Türkei ist dabei, vollständig in eine menschenrechtsverachtende Autokratie abzugleiten. Der IPU-Ausschuss für die Menschenrechte von Parlamentariern befasst sich aktuell mit 459 Fällen, in denen Parlamentsmitglieder bedroht, verhaftet oder getötet werden. In Europa führend in dieser Liste der Schrecklichkeiten ist ebenfalls die Türkei. Es gibt noch ein weiteres Land, über das wir sprechen müssen. Es geht um ein Land, in dem Polizeigewalt zum Alltag gehört und von Rassismus geprägt ist. Dieses Land ignoriert internationale Menschenrechtsabkommen. Seine Behörden und seine Gesetzeshüter pflegen mehr als vereinzelt rechtes Gedankengut. Über internationale Organisationen trägt das Land Unheil in die Welt. Es ist ein Land, in dem Flüchtlinge schlecht behandelt werden. Dieses Land, meine Damen und Herren, ist Deutschland aus Sicht des Instituts für Menschenrechte. Und es passt gut, dass wir heute auch über den ersten Bericht dieses Institutes an den Deutschen Bundestag diskutieren, den ich zu meinem Schwerpunkt machen möchte. In seinem Bericht sollte das Institut laut Gesetz, ich zitiere, dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über die Arbeit der Institution sowie der Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland vorlegen. An einem solchen Bericht wäre ich sehr interessiert gewesen. Letztlich ist der Grundlage dafür die Voraussetzung der Finanzierung dieses Instituts, es geht um einige Millionen Euro jährlich, prüfen zu können, leider Fehlanzeige. Das Institut wählt ein Schwerpunktthema, wen wundert es, Flüchtlinge und deren menschenrechtswidrige Behandlung in Deutschland, und zwei weitere punktuelle Aspekte, die es länglich diskutiert, das war's. Sogar der Berliner Tagesspiegel, meine Damen und Herren, zeigt sich darüber mehr als erstaunt. Ein Einblick über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland, eine Darstellung der Tätigkeit des Instituts, insbesondere auch zur Umsetzung der neuen Herausforderungen durch das DIMRE-Gesetz, einschließlich etwa Verbreiterung der Mitgliederbasis zur Spiegelung der gesamten pluralistischen Gesellschaft, leider auch Fehlanzeige. Laut § 2 dieses Gesetzes obliegen dem Institut Information, wissenschaftliche Forschung, Beratung, Dialogförderung. Bei näherer Lektüre des Berichts überkommt aber eine Verwunderung. Das Institut teilt mit, es habe 2015, ich zitiere, für eine menschenrechtskonforme Asyl- und Migrationspolitik geworben und wolle das auch weiterhin tun. Asylpolitik, meine Damen und Herren, deren Kern die Umsetzung eines wichtigen Menschenrechts ist, ist tatsächlich ein sehr wichtiges Aufgabenfeld dieses Instituts. Für Migrationspolitik hingegen gilt das nicht. Es gibt gerade kein Menschenrecht auf Migration im Sinne einer freien Wahl des gewünschten Wohnsitzlandes, das einen Zuzug außerhalb der Systematik des Asylrechts und der Genfer Flüchtlingskonvention nach Deutschland ermöglichen müsste. Über die Frage, ob Deutschland über die Asylgewährung hinaus ein Einwanderungsland sein soll oder nicht, kann und muss man sicher debattieren, gerne in Politik und Gesellschaft. Aber es ist keine Aufgabe dieses Instituts, solche politischen Fragen, die ihm nicht gestellt sind, ungefragt zu beantworten oder gar für eine Migrationspolitik zu werben. Wir brauchen ein Institut, das neutral, objektiv und sachlich die Situation in unserem Land beobachtet, darüber informiert und kritische Punkte benennt. Werbung für eine bestimmte Politik und Emotionalisierung. Der Bericht ist voll mit Fotos, die zwar berühren, aber keinem anderen Zweck verfolgen als Emotionalisierung, gehören nicht zu den Aufgaben des Instituts. Die fachlich gebotene Differenzierung zwischen Asyl und Migration. Herr Kollege Fabricius, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Beck? Aber gerne, bitteschön. Kollege Fabricius, ich muss ja eine Frage formulieren, also frage ich Sie. Nein, das müssen Sie nicht nach der Geschäftsordnung. Sie können auch eine Zwischenanmerkung machen. Man lernt nie aus. Also, diese Teilung, diese strenge Abgrenzung zwischen Flucht und Migration, die Sie hier gerade konstruieren und auch versuchen, dem Institut zur Last zu legen, finde ich überaus künstlich herbeigeführt, weil es kein Verständnis von fließenden Übergängen zeigt, die es gibt. Es stimmt, dass dem Recht nach das Recht auf Schutz und Einwanderung unterschiedliche Gesetze betrifft,
Aber wir alle, wenn wir darüber sprechen, wie Flucht entsteht, warum Menschen Schutz suchen, aus welchen Gründen, und damit immer auch überlegen, wie können wir auch mindern, dass Schutz gesucht werden muss, dann geht es immer auch um die Frage, ob es in Ländern von Menschen, die zu uns kommen wollen, statt Flucht Chancen geben muss, auf dem Wege der Einwanderung zu uns zu kommen. Und deswegen, und das ist dann die Migration, und deswegen halte ich die von Ihnen hier vorgenommene Trennung nicht für zulässig, auch nicht für sachkundig, entschuldigen Sie, Herr Fabricius, sage ich ungern zu Ihnen, nicht für sachkundig, denn es gibt im Recht eine Abgrenzung. Aber in den realen Lebensverhältnissen müssen wir die Zusammenhänge sehen. Und wenn das Institut das tut, dann erfüllt es genau die Aufgaben, die dieses Haus ihm gestellt hat. Liebe Frau Kollegin Beck, ich freue mich, wenn Sie bestätigen, dass auch Sie den Unterschied zwischen Asyl aus den im Gesetz genannten Gründen von einer Migration aus Gründen, die eben nicht Asylgründe sind, differenzieren. Aufgabe des Instituts ist nicht die politische Bewertung, die wir hier gemeinsam mit dem ganzen Haus gerne vornehmen können. Aufgabe des Instituts ist die Prüfung der Menschenrechtssituation. Und wenn ich eine Position, für die das Institut wirbt, ich störe mich ja schon am Begriff werben, ich unterscheide diesen von informieren. Wenn das Institut für eine Position wirbt, dann hinterfrage ich diese, wenn es sich nicht um ein Institut einer politischen Partei handelt, sondern um ein Menschenrechtsinstitut, dann hinterfrage ich das darauf, ob ein Menschenrecht tangiert ist. Und ich lasse mir das auch nicht als Unfachlichkeit unterstellen, festzustellen, dass es kein Menschenrecht auf eine freie Wahl eines Landes außerhalb von Fluchtgründen gibt. Ich kann nicht frei wählen, ob ich lieber in den Vereinigten Staaten als in Deutschland leben möchte. Ich werde als Mitglied des Deutschen Bundestages mit Sicherheit nicht menschenrechtlich verfolgt. Vielleicht möchte ich in den Vereinigten Staaten leben. Ich möchte es nicht, aber theoretisch. Ich habe kein Menschenrecht zu sagen, liebe Vereinigten Staaten, ihr müsst mich aufnehmen, sonst kritisiert euch euer Institut. Also ich fordere diese Differenzierung und ich bedauere sehr, dass in dem Bericht die folgende Differenzierung, die weitergehende, fehlt. Dieses Fehlen der Differenzierung zieht sich wie ein durch und durch roter Faden durch den gesamten Bericht. Das halte ich für nicht fachgerecht. Danke. Nun, geradezu grotesk, um beim Bericht zu bleiben, wird es beim Thema Datenschutz für Flüchtlinge. Das Deutsche Institut für Menschenrechte stellt fest, dass in Deutschland zu Geflüchteten personenbezogene Daten, personenbezogene Informationen, ich zitiere wörtlich, in zentralen staatlichen Datenregistern erfasst und abgeglichen werden. Selbstverständlich könnte man meinen, wenn man an die bekannten Probleme der Hochphase des Flüchtlingszustroms denkt, in der Menschen etwa vom Westbalkan oder aus Bangladesch mit einem syrischen oder mehreren anderen oder gar keinem Pass zu uns gekommen sind. Nein, das Institut fragt sich und uns besorgt, ich zitiere weiter, ob diese umfangreiche Form der Datenerfassung und Verarbeitung notwendig und angemessen ist. Denn, ich zitiere weiter, wer beispielsweise aufgrund eines Datenabgleichs für ein Sicherheitsrisiko gehalten wird, dem wird möglicherweise die Aufenthaltserlaubnis verweigert. Ja, was denn sonst? Natürlich soll einer Person, bei der durch Datenabgleich auffällt, dass er ein nationales Sicherheitsrisiko ist, die Aufenthaltserlaubnis nicht erteilt werden. Unser Problem in Deutschland ist doch nicht, dass wir zu viel, sondern dass wir zu wenig Daten über die Menschen haben, die in den letzten Monaten in unser Land gekommen sind. Der Bericht kritisiert die Verkürzung der Asylverfahren. Man würde menschenrechtswidrig und deswegen kritisiert im Bericht von Schutzsuchenden verlangen, bereits im Anhörungsverfahren über ihre Verfolgung zu berichten. Das war ein Zitat. Ja, was denn sonst? Der Bericht kritisiert die, ich zitiere, sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Der Begriff sichere Herkunftsstaaten, meine Damen und Herren, ist ein Rechtsbegriff. Aus dem deutschen Asylrecht, er wird in Artikel 16a des Grundgesetzes eingeführt und in § 29a Asylgesetz definiert. Staaten werden durch Beschluss des Bundestages mit Zustimmung des Bundesrats zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Für unser Institut bedeutet das aber nur sogenannt. Sachlich eindeutig falsch
ist die auf Seite 12 nachzulesende Erklärung, Zitat, denn sicherer Herkunftsstaat heißt, dort wird niemand verfolgt. Ausrufezeichen, Zitat, Ende. Falsch, genau das bedeutet die Klassifizierung nicht. Richtig wäre gewesen, bei einem sicheren Herkunftsstaat wird vermutet, dass dort nicht generell Verfolgung droht. Deswegen muss jemand, der in solchen Staaten ausnahmsweise verfolgt wird, und das gibt es in Einzelfällen, die behauptete Verfolgung belegen, nicht mehr und nicht weniger. Es geht um eine Beweislastumkehr. Der Beweis der Verfolgung und damit auch der menschenrechtliche Schutz wird niemandem abgeschnitten. Es wäre schön, wenn ein sachlich beobachtendes Institut dieses und keine falschen Informationen verbreiten würde. Meine Damen und Herren, leider ist meine Redezeit begrenzt. Ich könnte ewig so weitermachen. Beim Schwerpunkt Wahlrecht für Menschen mit Behinderung erwähnt der Bericht, dass derzeit eine Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist, wo die Thematik geprüft wird. Das ist gut so. Dann sollten wir gemeinsam das Ergebnis abwarten. Leider nicht überraschend ist es, wenn das Institut ausschließlich Rechtsextremismus beklagt. Über in Deutschland ebenfalls vorhandenen Linksextremismus kein Wort. Ich wünschte mir etwa eine Erwähnung, dass in Deutschland linksextremer Mob Polizisten von den Dächern mit Betonplatten bewirft, wenn diese versuchen, für öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Auch Polizisten haben Menschenrechte, meine Damen und Herren. Auf diesem Auge, wenn es je existiert haben soll, ist das DIMRE aber noch blind. Eine derart einseitige und teils übertriebene, weil nicht quantifizierte Darstellung der Menschenrechtsverletzungen in Deutschland ist sehr bedauerlich und schadet dem Kampf um Menschenrechte. Derartiges wird nämlich ungeprüft in internationale Berichte übernommen. Staaten wie Russland, die Türkei oder Aserbaidschan werfen uns die angeblich so prekäre Menschenrechtslage in Deutschland dann vor, wenn wir uns gegen ernsthafte Menschenrechtsverletzungen in Ländern einsetzen, die von einer Menschenrechtssituation wie in Deutschland noch nicht einmal träumen können. Ich vermisse im Bericht eine transparente Darstellung der Finanzierung, insbesondere aus Steuermitteln. In der Jahresrechnung werden knapp 2,5 Millionen Euro institutionelle Zuwendung des Bundes genannt. Daneben tauchen weitere über 1,5 Millionen Euro vermischte Einnahmen auf. In den Erläuterungen dazu steht dann weitere Einnahmen aus Bundeszuschüssen und anderes. Ich möchte gerne wissen, was zahlt der Steuerzahler für die Arbeit, die der eingereichte Bericht spiegelt genau. Lassen wir uns das fast 4 Millionen kosten. Lassen Sie mich mit einem letzten beispielhaften Punkt abschließen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat schon oft den Eindruck erweckt, nicht pluralistisch, sondern einseitig zu wirken, um das Institut auf Norm mit den Pariser Prinzipien zu bringen, die die Sicherung einer pluralistischen Vertretung aller an der Förderung und am Schutz der Menschenrechte beteiligten gesellschaftlichen Kräfte fordern, wurde im DIMRE-Gesetz eine Verbreiterung der bisher einseitigen Mitgliederbasis gefordert. Die Regeln über die Aufnahme von Mitgliedern und den dadurch zu verfolgenden Zweck sind Teil des Finanzierungsvorbehaltes im Gesetz. Beim Blick auf die im Jahresbericht veröffentlichte Mitgliederliste des Instituts stellt man aber fest, kein einziges Neumitglied wurde seit Schaffung des Gesetzes aufgenommen. Herr Kollege, ja, Dr. Fabricius, der Kollege Königs möchte ebenso eine Zwischenfrage stellen. Aber sehr gerne, und ich danke für die Verlängerung der Redezeit. Herr Kollege, Sie sind doch im Kuratorium dieses Instituts. Ja. Sie haben vorhin Fragen über die finanzielle Ausgestaltung des Instituts angestellt. Wenn Sie das in dieser Weise öffentlich machen, insinuieren Sie, als gäbe es da Unklarheiten. Haben Sie in Ihren Zuständigkeiten, in Ihrem Gremium mal nachgefragt? Ich glaube nämlich, dass dieser Bericht, der nicht schwerpunktsmäßig ein finanzieller Bericht ist, dieses nur der Kürze halber nicht erwähnt, aber zu insinuieren, dass dieses Institut offensichtlich aus finsteren Quellen finanziert wird, vielleicht von KGB oder dergleichen oder von den Linksradikalen, das finde ich doch etwas stark. Außerdem fände ich es gut, wenn wir die Debatte über das Institut für Menschenrechte auch im Menschenrechtsausschuss einmal führen. Das verweigern Sie bisher. Lieber Herr Kollege Königs, zum einen haben Sie vermutlich nicht genau zugehört. Ich habe nämlich, was
die Finanzierungsfrage anbelangt, wörtlich aus dem Bericht zitiert. Ich habe nicht die Vertraulichkeit einer Kuratoriumssitzung verletzt. Ich habe nur die im Bericht wiedergegebene Rechnungstabelle angegeben und habe fehlende Transparenz der Quelle gerügt, aber mitnichten aus dem von Ihnen unterstellten Grund, es käme fremde, was weiß ich, woher geartete Finanzierung. Nein, über jede andere Finanzierung wäre ich froh. Ich habe genau formuliert, ich möchte wissen, was der Steuerzahler dafür ausgibt. Und zwar nicht für das Institut, sondern für die Arbeit, die dieser Bericht spiegelt. Wenn Sie mir zuhören, dann wird schon klar, was ich meine. Wenn im Bericht drin steht, dass das Institut 2,5 Millionen Bundesmittel bekommt und dann noch 1,5 Millionen Bundeszuschüsse und anderes, dann ist dort eine Vermengung, die mir die Frage nicht beantwortet, bekommt es jetzt 2,5 oder 4 Millionen? Natürlich muss ich das wissen, Sie haben völlig recht. Allerdings habe ich auch im Kuratorium, und ich hoffe, ich darf das sagen, ohne dass ich die Vertraulichkeit von Kuratoriumssitzungen verletze, ich habe auch im Kuratorium danach gefragt. Ich habe unter anderem auch danach gefragt, warum wir diesen Bericht nicht auch im Kuratorium besprechen. Ist das ein Bericht des Instituts für Menschenrechte, wenn das Kuratorium und die eigenen Mitglieder, bevor der Bericht eingereicht wird, noch nicht einmal Kenntnis davon haben? Ich habe ihn im Übrigen vorher schriftlich angefordert und er ist mir verweigert worden aus Respekt vor dem Deutschen Bundestag. Also, wenn Sie das alles zur Kenntnis nehmen, dann bitte ich um Verständnis für meine Frage, warum ich wissen möchte, wie viel Mittel der Deutsche Bundestag für die Arbeit, die dieser Bericht spiegelt, aufwendet, nicht mehr und nicht weniger. Die Debatte, ob das dann zu viel oder zu wenig ist, auch die können wir noch führen. Jedenfalls, wir wissen, dass nach Verschleppung der Entscheidung über viele Monate hinweg endlich am Montag, also vor wenigen Tagen, entschieden wurde. Die Anträge wurden mehrheitlich abgelehnt. Dabei regelt das Gesetz, ich zitiere, die Ablehnung eines Antrags auf Mitgliedschaft soll nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen, zum Beispiel wegen Unvereinbarkeit mit den Zielsetzungen der Pariser Prinzipien. Ganz offensichtlich befürchtet das Institut aber in Zukunft eine pluralistische Debatte, einen pluralistischen Diskurs über seine Inhalte, die untersuchten Menschenrechtsverletzungen und vielleicht auch die eigene ideologische Ausrichtung führen zu müssen. Zusammenfassend: Ich möchte ein deutsches Institut für Menschenrechte, welches kritisch, sachlich und objektiv beobachtet und analysiert, dann informiert und berät, selbstbewusst und auf einer breiten, pluralistischen Grundlage. Ich möchte aber kein Institut, meine Damen und Herren, und wenn Sie sich noch so aufregen, das sich an roten Fäden orientiert, für politische Positionen wirbt und dafür einer tradierten Mitgliederzusammensetzung festhält. Deswegen bin ich auf den nächsten Bericht sehr gespannt und hoffe dann nicht erneut konstatieren zu müssen, alles beim Alten. Danke. Für eine Kurzintervention hat das Wort die Kollegin.